Hallo, liebe Freunde des Science-Fiction-Adventures The Dick. Wir sind bei Folge 2 und jetzt geht's den Asteroiden Attila an den Kragen. Ich bin euer Mr. Wender 1974 und jetzt geht es los. Jetzt gibt's Bombenstimmung. Ich garantiere. So, mit allen habe ich gelabert, das weiß ich. So, jetzt muss ich gucken. Ich weiß, dass das Ding verschiedene Elemente hatte. Zum All. Wir machen das Ding mal auf. Weil die müssen wir, glaube ich, platzieren, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die Sprengsätze. So, gut, haben wir. Ah, okay, so. Das heißt, wir müssen da alles rausnehmen, oder was? So, Sprengsätze Alpha, Beta. So. Dann legen wir mal los. Eine Mischung aus Presslufthammer und Fräsmaschine, aber fürs All. Es ist ein speziell entwickelter Sprengkörper, um den Asteroiden in eine sichere Erdumlaufbahn zu schießen. Es ist ein speziell entwickelter Sprengkörper, um den Asteroiden in eine sichere Erdumlaufbahn zu schießen. Okay, warum jetzt Alpha, Beta? Das erzählt er mir nicht. Die Schaufel. Na gut, nehme ich auch noch. Das ist ja nun kein Thema. Eine NASA-Taschenschaufel. Jeder Astronaut sollte eine haben. Boah, das wäre was für George Washington, glaube ich. Jeder Amerikaner braucht eine Taschenschaufel. So. Gegenstände haben wir. Jetzt gucken wir mal. Warte, muss ich jetzt ins All? Ah, ja, genau. Genau, da sind sie. Quadrant 1, 2, wo ist 3, 4? Quadrant 1 ist das, wo ich bin, ne? Genau. Dann fangen wir also mit Quadrant 2 an. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das noch irgendwie hinkriege, wie man das Ding platziert. Ich habe keine Ahnung mehr. So. Nullfräser. Kann man den hier irgendwo verwenden? Uns einen Tipp. Die Sprengsätze sind doch noch in Ordnung, Brink, oder? Ladung Alpha und Ladung Beta sind beide in bester Ordnung, Commander. Okay, das... Low Ende. Bringt uns also nichts weiter. Wo sehe ich denn hier was? Hä? Da war Brink. Warte mal, muss ich das so machen, damit ich was sehe? Danke. Dort soll Sprengsatz Alpha platziert werden. Du rettest gerade meinen Hintern. So, da muss ich aber trotzdem, glaube ich, erstmal fräsen, ne? Mal sehen, ob wir Attila noch ein bisschen verschönern können. Aber jetzt hat er mir auch gesagt, wo das schon mal da Alpha hin muss, dann weiß, wo auch Beta hin muss. Jetzt ist es schön und glatt. So. Dann kriegst du auch Alpha. Shuttle, Low hier. Wir platzieren den Sprengsatz in Quadrant 2. Bestätigt. Könnten Sie mir dabei mal helfen, Brink? Ich komme sofort, Commander. So, dann ist dies schon mal angebracht. So, das war okay. Perfekte Arbeit, Brink. Naja, Ken, super. Die Ladung sitzt. Bestätige. Ich bin so stolz auf euch, Jungs. Nein, wir sind ja noch nicht fertig, ne? So, dann müssen wir noch scharf machen. Seht euch das hübsche rote Lämpchen an, Jungs und Mädels. Ich würde sagen, die Ladung ist scharf. Gut. So, dann gehen wir mal zum nächsten Quadranten.
So, wir brauchen nur noch Ladung Beta. Achso, wahrscheinlich wieder zum All, ne? Ja, genau. So. 4. Gehen wir mal zu 3. Warte mal, beziehungsweise wir können ja mal uns 4 angucken. Weil wir haben ja nur einen Sprengsatz noch. Irgendwo kann es also nicht sein. Ist hier irgendwas? Ne. Da würde ich sagen, kann das nur noch bei 3 sein. Ach, es fühlt sich wieder an wie ein klassisches Adventure. Man kann auch mal was falsch machen und Unsinn machen. Ach, es war das alles Zeit. Aha. Der ist nicht ohne Grund da, ne? An der Stelle, wo ich den Sprengsatz befestigen soll, befindet sich ein großer Felsen. Dann machen wir ihn weg. Hört mal, Jungs und Mädels. Bei diesem Felsen mit dem 0G-Grabgerät zu arbeiten ist, als würde man mit einem Teelöffel eine Sanddüne abtragen wollen. Wir lassen uns besser was anderes einfallen. Gut, du hast ja noch einen anderen Gegenstand. Hören wir mal, was die Einsatzkontrolle dazu sagt. Einsatzkontrolle? Bevor ich davon überzeugt bin, dass wir hier nichts tun können, werde ich Houston bestimmt nicht rufen. Nur mal eine Minute nachdenken. Ja, ja, ja. Du hast ja noch einen anderen Gegenstand. Cora, Ken, ich klemme die Schaufel unter den Felsen und stemme ihn weg, indem ich mit maximaler Beschleunigung gegen den Asteroiden fliege. Könnte das funktionieren? Meine Daten über die Stabilität von Schaufelgriffen in 0G-Umgebung mit maximaler Beschleunigung sind etwas spärlich. Mit anderen Worten, wer weiß, es könnte funktionieren. Boss, seien Sie vorsichtig. Wenn der Griff zerbricht, werden Sie mit maximaler Beschleunigung gegen Attila geschmettert. Sie kennen doch das Sprichwort. Ob der Stein das Glas trifft oder das Glas den Stein wird's nicht verletzen. Danke für die Ermutigung, Ken. Brink, wenn das hier tatsächlich funktionieren sollte, dann fliegt der Felsen direkt auf Sie zu. Schweben Sie lieber ein bisschen zur Seite. Danke für die Warnung. Das macht er also ein bisschen Jackass in Space. Ja, das war ja jetzt nicht so spektakulär. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Sind Sie jetzt nicht doch froh, dass ich dafür gesorgt habe, eine Schaufel mitzunehmen? Mein Motto ist, wenn du es mitnehmen kannst, nimm es mit. Du weißt nie, wofür du es später noch gebrauchen kannst. Ich habe das gleiche Motto, Cora, aber ich dachte, das gilt nur für Frauen in Bars. Wenn du sie mitnehmen kannst. Vorsicht, Ken. Sie wollen doch nicht als sexistisches Schwein in Maggies Artikel enden. Ich bin nicht hier, um sie auszuspionieren. Lächeln Sie, Robbins. Die wollen Sie nur ein bisschen ärgern. Wenn Sie sie wirklich für einen Spion halten, würden Sie sowas auf der offenen Frequenz niemals sagen. Naja, ob das die Sache besser macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Journalistin ist hier nicht ganz so willkommen. Kann das sein? Nicht nötig. Das Zielgebiet ist bereit für den Sprengsatz. Okay. Dann machen wir das. Shuttle, Low hier. Jetzt platzieren wir den Sprengsatz auf dem Asteroiden in Quadrant 3. Bestätigt. Ich bräuchte hier nochmal Ihre Hilfe, Brink. Natürlich, Commander. Die Helfenhand von Ludgar Brink. Gibt's auch bald als App. So. Und dann machen wir das Ding auch scharf. Und dann kann's losgehen. Der Asteroid hat jetzt ein paar Landungsleuchten, Kinder. So, wir sind durch. Steck die Gabel rein, Leute. Wer schreibt Ihnen eigentlich die ganzen Sprüche, Commander? Ich habe alles aus den Zeitungen. So, ab ins All. So. Muss ich noch irgendwo hin? Ich
Gehen wir wieder in Quadrant 1. Oder komme ich hier irgendwo? Ah! Ja, machen wir es doch relativ einfach. Erstmal zum Shuttle. Ich glaube, wenn wir den Asteroiden hochjagen... Fliegen wir zurück zum Shuttle und beobachten Attila beim alten Feuertanz. So, haben wir. Tja, würde ich jetzt sagen, außer Funken fällt mir jetzt nicht was ein, oder? Weil irgendeiner muss ja zünden. Miles, hier ist Low. Hören Sie mich? Miles hier. Wie können Sie so sicher sein, dass die Oberfläche nach der Explosion nicht radioaktiv verseucht ist? Die Theorie besagt, dass ohne Atmosphäre und fast ohne Schwerkraft das radioaktive Material ins All geschleudert wird und sich fast gar nichts in den sicheren Quadranten ablagert. Aber stimmt die Theorie? Hey, Sie sind der Kerl in dem niedlichen Anzug. Sie sagen mir, wenn alles vorbei ist. Sie werden sehen, ob die Theorie stimmt oder nicht, wenn mein Sarg leuchtet. Machen Sie sich keine Sorgen, Boston. Mein Baby ist da unten und überwacht die Oberfläche. Bevor sie zurückgehen, wissen wir, ob es sicher ist oder nicht. Das heißt? Ich hoffe, die haben die Position der Sprengsätze richtig berechnet. Das haben all die Genies in Houston entschieden. Es ist nicht an uns zu fragen in Mengen, es ist nur an uns zu fliegen und sprengen. Oh, jetzt reimt sie auch noch. Ich freue mich. Okay, das war ein Satz mit Blue X, das Ende. Passierte nix. Low an Boden. Hören Sie mich. Ich bin hier, Boss. Beide Ladungen in Position und scharf. Hey, das war eine neue Rekordzeit. Sieht gut aus, Boss. Kommen Sie zurück fürs Feuerwerk. Bin ich ja schon. Bestätigen Sie alle drinnen. Bestätigt, alle drinnen, Cora. Frachtraum ist klar. Landungsteam ist klar. Shuttle ist klar. Genau, fliegt mal weg. Bestätigen Sie, Frachtraum geschlossen. Bestätigt, Frachtraum geschlossen. So, dann jagt das Ding mal hoch. Bin mal gespannt, was passiert. Dass das Spiel nicht vorbei ist, muss ich, glaube ich, nicht erwähnen, ne? Sprengsätze sind scharf. Aber alles weiß ich eben auch nicht mehr. Grünes Licht. Sagen Sie wann, Boss? Jetzt! Zünder. Mal sehen. Ist es der mit dem großen grünen Dreieck oder der mit dem kleinen roten Kreis? Halten Sie die Klappe und tun Sie Scan. Mein Baby wird ungeduldig. Also, dann los. Wir haben Detonationen Alpha und Beta. Was zeigen die Instrumente? Es kommt nichts Größeres auf uns Was zu. Was meldet das Schwein, Cora? Attila ist immer noch am Stück, aber mit einer Menge seismischer Aktivität und ein paar Rissen. Wir sind wieder stabil. Die Radioaktivität in Quadrant 1 ist im grünen Bereich. Was meint Houston, Ken? Alles bereit für einen Spaziergang an der Oberfläche, wenn Sie wollen. Dann gehen wir, Leute. Mal sehen, wie Attila nach der Schönheitsoperation aussieht. Seid vorsichtig, Kinder. Attila ist jetzt gefährlicher als vor seiner Zähmung. Das waren wirklich tiefsinnige erste Worte beim Betreten des neuen Erdenmondes. Ich halte keine Reden, Robbins. Ich will nur, dass alle am Leben bleiben. Commander, ich kann die Gesteinsproben später nehmen. Zuerst würde ich gerne unter die Oberfläche schauen, dort in den Tunnel hinein. Das hätten wir sowieso irgendwann gemacht, also können wir es auch direkt tun. Einverstanden, Robbins. Ich bin dabei. Ich habe das Schwein gerufen. Wir schicken es voraus, damit es uns den Weg leuchtet. Und nicht vergessen, jeder Fels kann locker sein. Jede Wand kann einstürzen, jederzeit. Bitte seien Sie vorsichtig. Cora, schicken Sie uns bitte das Schwein runter. Wir brauchen Licht. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Weil das weiß ich schon nicht mehr. Da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern.
Vielleicht einen Satz noch. Man sieht dem Spiel an, dass es drei verschiedene Versionen gab. Das achtet mir mal einfach auf die Grafikstil, dann werdet ihr das schon sehen. Sehen Sie irgendwas Ungewöhnliches, Brink? Es ist schwer nachzuvollziehen, wie sich dieser Tunnel gebildet hat. Er ist nicht durch die Sprengungen entstanden? Nein, nein, er ist antik. Hm? Die Explosionen haben die Tür geöffnet, aber dieser Tunnel? Alt, aber nicht so alt wie der Asteroid. Was bedeutet das? Nichts Gutes. Ich weiß es noch nicht. Es sieht einfach unnatürlich aus. Unten im Tunnel sind einige Gesteinsablagerungen, die nicht hierher zu gehören scheinen. Bin mal gespannt. Robbins, hier ist Low. Okay. Robbins hier, ich höre Sie. Da gibt's nichts Neues. Kann ich mir das schenken. Ende. So, vermute mal, wir können nur nach unten. Da ist das fliegende Schwein. Das ist das Schwein. Sehe ich. Ich kann nicht tiefer runter. Okay. Das ist das Schwein. Ja, muss ich vielleicht doch mit Log... Halt, da war was. Halt. Da war gerade was. Sehen Sie sich das an, Brink. Das kann nicht natürlich sein. Nein, eindeutig nicht. Eine Metallplatte. Definitiv ein Artefakt. Ein Artefakt? Aber wer steckt so etwas in einen Tunnel in einem... Ja, ja, ich denke, es ist eindeutig. Wo Attila auch immer herkommt, dort war jemand. Könnte dies Teil einer Art Botschaft sein? So eine wie die, die die NASA Voyager mitgegeben hat? Wenn es eine Botschaft ist, dann verstehe ich sie nicht. Was es auch ist, wir müssen es Houston sofort melden. Negativ, Robbins. Ab sofort steht diese Mission unter höchster Geheimhaltung. Sie sind ja wohl... Sie erzählen mir die ganze Zeit, dass Sie nichts als ein normales Crewmitglied sein wollen. Ich hatte geheime Befehle, nach Zeichen außerirdischer Existenz auf diesem Felsen zu suchen. Wir sind fündig geworden und meine Anweisungen sind eindeutig. Was ich jetzt erwarte, von Ihnen beiden zu hören, ist: Verstanden, Commander Low. Verstanden, Commander Low. Ich stimme Ihnen voll zu. Eine überstürzte Meldung macht überhaupt keinen Sinn. Robbins? Verstanden, Commander Low. Ken! Ken, Low hier! Ich bekomme Sie rein, Boss. Melden Sie Houston, Attila sei ein wahrer Hunne. Was? Machen Sie Witze? Melden Sie es einfach, Borden. Sie werden dann unverzüglich neue Kommunikationsprotokolle empfangen. Oh, cool. Das ist ja wie ein Geheimcode. Denken Sie nochmal nach, Cora. Sie sind der einzige Mensch im Kongress, der hierüber Bescheid weiß. Houston bestätigt Empfang der Meldung und übermittelt neue Codes. Wir gehen hier wieder an die Arbeit, Ken. Low Ende. So, wie immer, Spiel und Spaß mit dem Militär. Das ist unsere wahre Mission. Nicht mal die Erde retten, die kann uns am Hintern. Wir suchen nach Aliens. So, wir hatten aber, glaube ich, gerade noch was. Ich glaube, Sie haben recht, Brink. Diese Ablagerung ist nicht natürlich. Ja, aber was soll sie hier? Das weiß ich auch noch nicht. Brink, ich wüsste zu gerne, was es mit diesen Ablagerungen auf sich hat. Ich habe einige Bilder für unsere Analysen gemacht. So. Ich werde dem Baby mal einen kleinen Stoß geben. Wenn's nicht funktioniert, geben Sie ihm einen großen Stoß, Commander. Die Platte ist einfach runtergefallen. Irgendwo hinein. Die Platte ist verschwunden?
Dann gehen wir nochmal in den Tunnel. Was soll da schon schief gehen? Es ist eine kleine dunkle Öffnung. Und? Es ist eine kleine dunkle Öffnung. Ja, aber du hast doch... Achso, muss ich wahrscheinlich die Taschenlampe nehmen, ne? Es ist eine kleine dunkle Öffnung. Ja, ja. Es ist eine kleine dunkle Öffnung. Das hat so ein bisschen was von kaputte Platte, das weiß ich, aber... Moment, oh, da fehlt nochmal wieder was. Guck mal. Ah, da ist nochmal was. Brink, ich wüsste zu gerne, was es mit diesen Ablagerungen auf sich hat. Ich habe einige Bilder für unsere Analysen gemacht. Ich guck mal, ob es da jetzt nochmal was gibt. Vielleicht, oh, das ist ja wieder den üblichen Grund. Na, erst alles triggern. Da ist noch was. Brink, ich wüsste zu gerne, was es mit diesen Ablagerungen auf sich hat. Ich habe einige Bilder für unsere Analysen gemacht. So, haben wir noch was? Zeigt er den Gang nicht? Es ist eine kleine dunkle Öffnung. Das sagtest du schon. Es ist eine kleine dunkle Öffnung. Okay, dann geht das nicht. Dann muss ich jetzt tatsächlich was anderes machen. So. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich bekomme nicht genügend Hebelkraft. Okay, dann weiß ich aber auf jeden Fall schon, dass meine Idee jetzt nicht so doof war. Dann machen wir das doch. Vielleicht macht man mir deswegen mal Vorwürfe, aber ich werde eine dieser Ablagerungen ausgraben. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Ich vermute, das machen wir jetzt mit allen drei Stellen. Kriegen wir da irgendwelche Gegenstände? Nö. Aha. Da ist noch eine Metallplatte. Wenn da bloß irgendwelche Inschriften wären. Kann er die auch wegschieben? Ich werde noch eine anstoßen. Hoffentlich zerstören wir damit nicht die Botschaft, die man uns schicken wollte. Das weiß ich nicht. Wenn sie nicht gewollt hätten, dass wir die Platten wegstoßen, dann würden wir es sicher nicht können. Naja. Vielleicht geht man auch grundsätzlich nicht davon aus, wenn man Nachricht kriegt, dass man erst alles kaputt macht. Aber das ist ja auch die Menschheit. So langsam nimmt die Sache Form an. Ich habe gehört, dass man Botschaften in Flaschen steckt, aber in einen großen Felsen? Hier kommt Nummer 3. Die ist auch verschwunden. Dann kann ich die auch noch reinschieben? Und hier ist die letzte. Tatsächlich. Dann haben wir es wohl geschafft. Was auch immer das sein mag. Okay, da kann ich nicht rein, ne? Es ist eine kleine dunkle Öffnung. Da kann ich auch nicht rein. Es ist ein tiefes Loch im Felsen. Aber da kann er bestimmt rein. Na, dann wollen wir mal. Wir sind bei Ihnen, Commander. Mal gucken, was jetzt kommt. Ein überdimensionaler Kubus, aha. Also ist der Asteroid tatsächlich hohl. Es wird Zeit, Houston zu informieren. Low and Shuttle. Nur Rauschen. Muss an dem ganzen Gestein liegen. Wir sind abgeschnitten? Sollten wir da nicht lieber zurück und sie rufen? Die werden doch wohl ein paar Minuten warten können, solange wir uns hier umsehen.
So, was haben wir denn hier so alles Schönes? Öffnung, Sockel, da kommen wir her. Was ist denn, wenn wir zum Sockel gehen? Okay, wir puzzeln. Ja, warte, wir brauchen dann sowieso alle. Brauche ich gar nicht vorher puzzeln. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gut ich bin, dieses Puzzle zu lösen. Ich meine, es sind nur 4 Teile, das ist jetzt nicht so schwierig. Sage ich jetzt mal ganz großkotzig, mal gucken. So. Haben wir da irgendwas, was da irgendwo passt? Diese Platten passen vermutlich zusammen, aber wie? Diese Platten passen vermutlich zusammen, okay, okay, aber okay, wie? Okay. Moment. Kann ich die drehen? Ja, ne? Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Ja, kann ich die wieder rauskriegen? Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Ja, ja. Eine flache Vertiefung im Sockel. Ja, ist die jetzt richtig? Ja. Okay, das beantwortet meine Frage. Diese Platten passen vermutlich zusammen, aber wie? Diese Platten passen vermutlich zusammen, aber wie? Moment. Moment. Diese Platten passen vermutlich zusammen, aber wie? So, jetzt will ich mal wissen, kann ich das hier erstmal weg? Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Ja, das ist schon klar. Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Ja, 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 das ist wohl wahr. Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Moment, muss ich da erst wieder raus? Kann ich die denn wieder mitnehmen? Das wird nichts bewirken. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ich kann diese beiden... Das wird nichts bewirken. Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Wie komme ich denn wieder raus? Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Ja, ja, ja. Ich möchte es aber trotzdem nicht haben. Eine flache Vertiefung im Sockel. Das wird ja wohl nicht passen. Eine flache Vertiefung im Sockel. Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Ja, ja, das ist mir schon klar. Aber wie schon gesagt, ich möchte da gern... Dass wir ich da kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Wie nehme ich denn das wieder weg? Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Das ist ja jetzt geil. Wie kann man das jetzt gerade ziehen? Da muss doch jetzt irgendwie gehen, oder was? Diese Metallplatte muss einen Zweck haben. Ja, 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 das hat sie ja auch. Ohne Worte. Deswegen kommt man sie nicht rausziehen, weil es war richtig. Wir bewegen uns. Relativ schnell. Wenn ich das mal kritisch ein... erwähnen darf. Das war der Ende des Prologs und jetzt startet das Game. Richtig.
ist ein bisschen schwierig, sich zu bewegen. Das liegt an der Schwerkraft. Planetentypische Schwerkraft. Wir sind nicht mehr im Asteroiden. Und der Druck ist ausgeglichen. Es gibt eine Atmosphäre. Können wir sie atmen? Unsere Anzüge untersuchen das automatisch. Okay, schon passiert. Ja, es ist mindestens so gut zu atmen wie die Luft in Los Angeles. Natürlich besteht immer Gefahr durch infektiöse Erreger in der Luft. Das denke ich nicht. Außerirdische Mikroben sollten keine Gefahr für uns sein. Sie sind nicht mit unserer Zellstruktur vertraut und können uns nicht anhaben. Der Sauerstoff in unseren Anzügen reicht sowieso nicht mehr lange. Ich schlage vor, wir ziehen sie aus und bewahren uns den übrigen Sauerstoff für die Heimreise. Wenn es eine Heimreise gibt. Na, nicht mal so skeptisch. Die Luft schmeckt gut. Überraschung, Überraschung. Attila war nichts anderes als ein Raumschiff. Ein Sternenschiff. Schneller als Licht. Wir sind nicht mehr in unserem Sonnensystem. Kein Planet außer der Erde hat eine solche Atmosphäre. Und das hier ist nicht die Erde. Nach so vielen Jahren mit schlechten Fernsehshows und verrückten Spinnern mit gefälschten Fotos. Hier ist der Beweis. Es gibt außerirdisches Leben. Low an Borden, bitte kommen. Miles, bitte kommen. Ja, ich würde sagen, wir sind außerhalb der Reichweite. Weit außerhalb. Ich sehe keine Außerirdischen, die uns begrüßen kommen. Vielleicht haben sie Attila vor Millionen von Jahren losgeschickt und sind schon längst ausgestorben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe kein Fresspaket dabei. Oder eine Dose Limo. Tja, wir können uns ja mal umsehen und so viel wie möglich über diesen Ort lernen. Vielleicht müssen wir eine Weile hierbleiben. Das ist ein gutes Stichwort. Damit beende ich diese Folge. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.